Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute teste ich diese Powerstation von Powerness. Was das kleine Kraftpaket kann und wo die Grenzen liegen, seht ihr in diesem Video. Wenn euch das interessiert, dann dranbleiben. Nach dem Intro geht es los. Im Anfangsteil des Videos werde ich euch das Gerät vorstellen und im späteren Teil wird die Station in meinem Elektroniklabor getestet. Was der Hersteller verspricht und was das Gerät tatsächlich kann, seht ihr im Laufe des Videos. Das Gerät ist auch gut verpackt. Hier ist die Bedienungsanleitung. Hier in den Karton befindet sich das Zubehör, der Adapter für den Zigarettenanzünder mit dem Hohlstecker hier. Hier ist das Netzteil, was eine Ausgangsleistung von ca. 70 Watt hat. Und hier ist das Kabel, das Euro-Kabel mit dem Euro-Stecker, wo man das hier ans heimische Stromnetz anschließen kann und die Powerstation aufladen kann. Die Station ist hier nochmal in Folie eingepackt, hat hier einen schönen praktischen Tragegriff. Die Abmessungen sind 215 x 158 x 162 mm. Die Einsatzmöglichkeiten von so einer Powerstation sind sehr vielseitig. Eine Powerstation ist eine Rundumlösung in Sachen mobiler Stromversorgung. Einmal aufgeladen, versorgt das tragbare Kraftwerk elektronische Geräte mit Energie. Ich denke zum Beispiel an Hobbyaktivitäten, Camping, Outdoor und vieles mehr. Für Elektroniker ist so ein Gerät auch interessant, weil es ein IT-Netz generiert und dadurch verschiedene Messungen bei der Reparatur und bei der Fehlersuche ermöglicht. Im Blackout-Fall kann man auch das Gerät hervorragend einsetzen, zum Beispiel für Zentralheizungen, Heizungspumpen, Aquarien, medizinische Geräte wie zum Beispiel für Beatmungsgeräte. Große Maschinen und Geräte mit sehr hoher Anschlussleistung und Einschaltströmen wie Bohrhammer, Tischkreissäge, Kettensäge, Schweißgeräte, Herdplatten, Induktionsfelder, Mikrowellen und dergleichen kann man nicht betreiben mit so einer kleinen Powerstation. Dafür ist das Gerät nicht gedacht. Die AC-Leistung liegt hier bei maximal 300 Watt. Es soll kleine Geräte oder Geräte mit geringem Energiebedarf versorgen. Man muss auch das kleine Gewicht von 3,4 Kilogramm sehen und den niedrigen Preis. Die Kapazität der Station und die maximale Ausgangsleistung muss man vor dem Kauf überdenken, sodass das Gerät für die spätere Aufgabe geeignet ist. Vor allem speziell beim 230 Volt AC-Out, dazu aber später mehr. Wenn man mehr Leistung braucht, bietet Powerness stärkere Stationen an. Es gibt noch die Hiker U500, U1000 und U1500. Die Zahl steht für die Kapazität in Milliampere-Stunden und der Nennleistung des 230 Volt AC-Wechselrichters, der zum Beispiel bei der Hiker U1500 eine Nennleistung von 1500 Watt hat. Man kann auch die Powerstation mit passenden Solarpanelen kaufen. Passend zu der hier vorgestellten Hiker U300 wäre das Panel mit 80 Watt. Zum Testen habe ich nur die Station bekommen, deshalb kann ich das Ladeverhalten bei angeschlossenem Solarpanel nicht testen. Zubehör für die Powerstation gibt es einiges. Auch Balkonkraftwerke hat Powerness in ihrem Sortiment, sogar große Heimspeicher. Diese Heimspeicher werden ab ca. September 2023 wieder für Deutschland verfügbar sein. Man kann aber schon vorbestellen. Einfach mal auf die Internetseite powerness.com schauen. Die Firma Powerness wurde 2020 in den Vereinigten Staaten von einem professionellen Team gegründet, das seit mehr als 12 Jahren auf dem Gebiet der tragbaren Stromversorgung tätig ist. Powerness ist auf modernste Ladetechnologien spezialisiert, indem sie sichere, tragbare und nachhaltige Energielösungen speziell für den Außenbereich liefern. Die Mission ist, die innovativsten, umweltfreundlichsten, erneuerbaren Energielösungen für unterwegs zu entwickeln. Hier befinden sich die 12 Volt DC-Ausgänge mit Zigarettenanzünderdose. An den zwei Hohlbuchsen kann man auch 12 Volt Verbraucher anstecken mit je 5 Ampere.
Die Zigarettenanzünderdose kann man mit maximal 10 Ampere belasten. Die hier gezeigten DC-Ausgänge habe ich nicht auf maximaler Stromabgabe getestet. Eine praktische LED-Beleuchtung hat man auch integriert. Wenn man die LED einschaltet, ist die LED gedimmt und verbraucht 1 Watt, was das Gerät schön anzeigt. Auch die Nutzungsdauer wird berechnet und liegt jetzt bei 166 Stunden. Im ungedimmten Modus, Modus 2, nimmt die LED 3 Watt. Nochmal drücken befindet man sich im SOS-Modus. 3 kurz, 3 lang, 3 kurz. Der USB-Port hat eine USB-C-Buchse mit Power Delivery 60 Watt. Hier kann man Geräte anschließen, die maximal 60 Watt aus dem Anschluss ziehen können. Das handelt die Elektronik mit den angeschlossenen Geräten aus. Über diesen Anschluss lässt sich auch die Station laden mit maximal 60 Watt. Zusätzlich kann man mit Solarpanel, Netzteil oder über den Adapter für den Zigarettenanzünder laden. Dann verkürzt sich die Ladezeit, bis der Akku voll ist. Der USB-A-Akku 3.0 ist nur ein Ausgang. Quick Charge 3.0 ermöglicht schnelles Laden mit maximal 36 Watt Ladeleistung. Die anderen zwei USB-A-Ausgänge sind normale USB 0815 Standardboards mit 5 Volt und maximal 2,4 Ampere. Theoretisch kann man alle Ausgänge der Powerstation gleichzeitig nutzen und das Teil laden. Das können nicht alle Geräte. Die USB-Taste aktiviert den USB-Port und den Wireless-Charger. Hier kann man sehr praktisch ein Smartphone kabellos mit maximal 10 Watt laden. Das Handy nimmt 3 Watt, geht aber gleich höher. Und hier ist der 230 Volt AC-Ausgang mit einer maximalen Leistung von 300 Watt und in der Spitze von 600 Watt. Den Ausgang werden wir später genauer testen, wie sich das Ganze bei verschiedenen Lasten verhält. Vor allem die Spitzenleistung ist interessant, um Anlaufströme zu kompensieren. An diesem Eingang kann man das Solarpanel, das mitgelieferte Netzteil oder den Ladeadapter für die 12 Volt Zigarettenanzünderdose anstecken. Der Eingang ist für Spannungen von 12 Volt bis 30 Volt ausgelegt, nimmt einen konstanten Strom von ca. 3,8 Ampere. Hier habe ich ein Labornetzgerät angeschlossen und die Spannung auf 19 Volt eingestellt. Jetzt drehe ich die Strombegrenzung langsam von 0 hoch. Die Spannung bleibt bei ca. 11 Volt kleben. In diesem Falle 11 Volt 2 Ampere würde die Ladeleistung nur ca. 22 Watt betragen. Wenn die Strombegrenzung auf 4 Ampere gedreht wird, schnellt die Spannung auf die eingestellten 19 Volt hoch. Ich weiß nicht, wie sich das Solarpanel an dem Eingang verhält, weil ein MPPT-Verhalten ist hier nicht zu sehen. Wie effektiv das Ganze ist, wäre jetzt die Frage. In dem Teil befindet sich ein Lithium-Ionen-Akku mit 20 Amperestunden, 14,8 Volt und 296 Wattstunden. Der Akku soll 1000 Zyklen halten. Das klingt wenig, wird aber in der Praxis nie erreicht. Eher steht sich das Gerät tot, weil es nach anfangs hoher Nutzung dann nicht mehr oder nur sehr wenig genutzt wird. Ein temperaturgesteuerter Lüfter wurde verbaut, der nach Wärmeentwicklung die Drehzahl anpasst und sich auch ganz abschaltet. Natürlich wurden sämtliche Schutzfunktionen gegen Überstrom, Überspannung, Unterspannung, Kurzschluss, Übertemperatur integriert. Zum Thema Schutz gegen Eindringen von Wasser. Konstruktionsbedingt hat das Gerät viele Öffnungen, wo Wasser eindringen könnte. Der Deckel sieht aber ziemlich sticht aus. Drunter sitzt die ganze Elektronik, die dann bei Spritzwasser geschützt ist. Auf jeden Fall immer vor Regen oder Spritzwasser geschützt. Aufstellen das Teil. Am Anfang sollte das Gerät vollständig aufgeladen werden und danach ruhig mal ca. 10 Stunden nach Vollladung am Ladegerät angesteckt bleiben, sodass sich die Zellen im Akku alle zu 100% füllen können. In dem Akku ist ein Balancer verbaut, der eine gewisse Zeit braucht, um alle Zellen zu füllen, gerade bei der Erstladung. Und wenn man das Teil lange nicht nutzt, sollte man den Ladezustand bei ca. 60-80% halten. Damit steigt die Lebenserwartung des Lithium-Ionen-Akkus. Jetzt habe ich so eine kleine Platte angeschlossen mit
150 Watt, ungefähr 150 Watt soll die haben. Das Gerät zeigt 171 Watt an. Das kommt hin. Und hier der Sinus ist hier sehr sauber. Das ist der Strom, das Blaue ist der Strom und das Gelbe, die gelbe Kurve ist die Spannung. Wie man vernehmen kann, der Lüfter ist hier aktiv. Also wenn man hier so eine Last hier anschließt, dann läuft der Lüfter. Bei so einer Last läuft der Lüfter auf ziemlich Maximum. Hier merkt man, auf dieser Seite wird hier die Luft angesaugt und hier wird diese hier ausgeblasen. Wenn man die Last reduziert, dann wird der Lüfter leiser und reduziert auch etwas die Drehzahl. Gut, wenn das für den einen oder anderen störend ist, aber ich finde, das ist eigentlich sehr leise, der Lüfter. Das ist eigentlich nur, wenn der AC-Ausgang hier in Betrieb ist, da entsteht hier wahrscheinlich sehr viel Wärme durch den Wechselrichter hier, der in diesem Gerät verbaut ist. Die Spannung kann ich unmittelbar am Gerät messen. Gut, es sind noch 2 Meter Kabel dazwischen, also fast 230 Volt kommen jetzt hier noch raus. So, die anderen Parameter, der Strom 0,7 Ampere circa. Und eine Leistung von 163 Watt nimmt sich das Ganze hier, die kleine Herdplatte. Und das andere, die Differenzen, die entstehen durch den Eigenverbrauch von dem Energiemeter. Cosinus Phi von 1, also der Leistungsfaktor, das ist normal. Die Frequenz, die Verzerrungen von der Spannung 0,0%, sehr, sehr gut. Und vom Strom auch 0,0%. Jetzt kommt ein Schwingschleifer ins Spiel, der eine Leistungsaufnahme von 120 Watt hat. So, hier oben haben wir die Spannung, das Gelbe. Das sieht man hier bloß, dass das ganz leicht hier ein bisschen abgesackt ist, die Spannung, aber das sind nur wenige Prozentpunkte. Zoomen wir mal hier rein. Genau hier hat man ja den hohen Anlaufstrom. Gut, so hoch ist er jetzt nicht bei dem Gerät. Genau, der Strom, der lässt ja dann mit der Zeit nach. Aber das ist alles im grünen Bereich. Und hier, das ist die Leistung. Genau, das kann man dann hier alles begutachten. Aber wie man das hier sehen kann, ist das hier alles sehr, sehr schön. So, jetzt ist die kleine Herdplatte angesteckt und jetzt schalte ich den Schwingschleifer noch mit dazu. Jetzt liegen wir etwas über die maximale Dauerleistung, 342 Watt ungefähr, also in der Spitze noch ein bisschen mehr. Ich habe ja die Cursor hier. Aber das Gerät soll ja eine Spitzenleistung von 600 Watt abkönnen und das werden wir jetzt auch mal testen. Jetzt schließe ich eine Last von ca. 800 Watt an. Da müsstet ja theoretisch die Powerstation in Überlast gehen. Mal sehen, wie sich das hier alles verhält. Die Spannung, die geht hier zurück. Na, hier sieht man, wie die Last jetzt zugeschaltet wird. Aber hier verformt sich hier der Sinus sehr stark. Schaltet aber jetzt nicht gleich ab. Das Ganze nochmal sichtbar, was die Powerstation macht bei der Überlast von den 800 Watt. Ja, die rechnet die Restzeit aus, 0,8 Stunden und eine Leistung am Ausgang von 273 Watt. Aber schaltet nicht ab. So, da werden wir das noch ein bisschen weiter überlasten, also sprich die kleine Platte mit 150 Watt anstecken und dann nochmal die Last von 800 Watt. So, jetzt ist die Platte dran, 150 Watt, und jetzt schalte ich nochmal die 800 Watt dazu.
Ja, die Spannung ist dann noch weiter zurückgegangen. Die liegt jetzt bei 104 Volt und genau, und hat sich noch etwas mehr verformt. Na gut, das sollte man halt wissen, wenn man diese Station hier betreibt. Jetzt wird der USB-C Eingang oder Ausgang getestet. Also in dem Fall ziehe ich hier Energie raus. Mal sehen, ob hier die 60 Watt, die hier angegeben ist, auch rauskommen. Da habe ich hier so eine kleine Triggerplatine, da kann man das hier einstellen, die Spannungen. Den Port sorgen, was er von der Spannung dann ausgeben soll. 5,1 Volt, 9 Volt, 12 Volt, 15 Volt und 20 Volt kann das Teil hier, der Port, ausgeben. So, und dann wollen wir mal schauen, wie viel Strom. Dann fangen wir mit 2 Ampere an, das sind 39 Watt. Was zeigt das Gerät an? 38 Watt Ausgangsleistung. So, und jetzt gehen wir mal hier schrittweise höher. Also 60 Watt solltet ihr rauskommen. 58 zeigt das Gerät an. 58 zeigt die Powerstation an. 60. Jetzt gehen wir mal in kleineren Schritten, in 10 mA Schritten höher. 61 Watt. Was zeigt das Gerät an? Auch 61 Watt. So, und jetzt hat es abgeschalten. Zum Wirkungsgrad. Beim Aufladen mit dem mitgelieferten 70 Watt Netzteil nimmt sich das Ganze 370 Wattstunden. Jetzt muss man noch die 12% Verluste abziehen, die durch das mitgelieferte Netzteil entstehen. Das Netzteil hat einen Wirkungsgrad von 88% bei 70 Watt Ladeleistung. Effektiv werden dann 325,6 Wattstunden in die Power Station reingeladen. Den 230 Volt AC-Ausgang hatte ich mit ca. 167 Watt belastet. 267 Wattstunden konnte ich dann ermitteln, bis das Gerät abgeschalten hatte. Das entspricht einem Wirkungsgrad von 82%. Wenn man über die USB-Ausgänge Geräte versorgt, ist die Powerstation etwas effektiver. Mit ca. 30 Watt belastete ich den USB-C-Port, was eine mittlere Leistung des Ausgangs entspricht. 292 Wattstunden hat dann das Gerät abgegeben, was ein Wirkungsgrad von 89,7% entspricht. Mein Fazit zu dem Gerät, also was ich jetzt positiv finde, ist die Garantiezeit von 5 Jahren. Also wenn der Hersteller so lange gibt, kann er kein minderwertiges Zeug verkaufen. Das Gehäuse oder das gesamte Gerät macht einen wertigen Eindruck. Das LC-Display ist gut ablesbar. Nutzungsdauer von einem oder mehreren Verbrauchern wird angezeigt, sowie Ladedauer bei einer oder mehreren Energiequellen. State of Charge wird korrekt berechnet, also der Ladezustand, die Prozentanzeige. Leistung der angeschlossenen Verbraucher, auch mehrere Verbraucher werden genau angezeigt. Also die Messeinrichtung hier drin ist nicht schlecht. Gleichzeitig laden und entladen ist möglich. Alle Ausgänge können gleichzeitig benutzt werden. Na gut, wer macht das schon, aber man könnte es theoretisch tun. Wenn ein Ausgang abschaltet, funktionieren alle anderen weiter. Also wenn man irgendwo eine Überlast jetzt provoziert oder hat oder einen Kurzschluss, also ich habe das ja getestet mit dem USB-C-Ausgang und der hat sich dann deaktiviert, aber die anderen Ausgänge haben alle weiter funktioniert noch. So, der saubere Sinus, der hat mir auch gefallen und der hohe Wirkungsgrad insgesamt der Station. Was mir weniger gut gefallen hat, ist der 230 Volt AC-Out. Der schaltet nicht bei Überlast ab, wahrscheinlich erst bei Kurzschluss. Da habt ihr ja gesehen, die Spannung verzerrt stark und
sinkt eben auf einen sehr niedrigen Wert ab. Na gut, im Großen und Ganzen gefällt mir die Station. Vielleicht konnte ich euch für das Gerät begeistern.